Okay, wollte ich nicht noch mal eine Story raushauen oder so ein Shit? Fuck. Don't know. Scherden, fuck. Fucking shittily ding 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 dong. Shittily Shittily ding dong. Nee, ey, really? Du hast noch nie eine Droge angerührt? Aber bald wird es legal, bald wird die Einstiegsdroge legal. Das ist doch deine Chance. Nee, never. Niki, ich bin depressiv, danach bin ich noch depressiv. Aber ist das nicht genau. Nein, um Gottes Willen. Nein, nein, um Gottes Willen. Ja. Ach, raus. Raus. I can't. Aber ich finde es immer schön, welche Gemeinsamkeit wir erkennen. So. Depression. 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 Ernsthaft. Das fickt mich die Woche so dermaßen. Ich weiß nicht warum und was abgeht, aber es ist wirklich so. So, ey. Ich habe das dann irgendwie Montag so einem Typen erklärt bei mir auf der Arbeit, er nimmt sich das immer total rein, wenn irgendwas nicht funktioniert. Und ich so, ja, da habe ich Depression. Ich wache einfach eines Morgens auf, mir geht's scheiße und dann geht mir das die ganze Woche so. Jemand, der das nicht hat, würde einfach sagen, geh mal in die frische Luft. Oh, ich hasse die. Das hat gestern mein Gitarrist gesagt, so. Ja, Markus geht immer wieder in die frische Luft. Und ich so, er ist fast so, wie irgendwer hat das so gepostet, so, when you feel bad, just stop feeling bad. Hungry. Ja, wäre ich nie drauf gekommen. Nee. Geh doch mal in die frische Luft. Du brauchst einfach ein bisschen Sonnenschein. Geh doch mal raus, red mit Leuten, sauf die einen an. Schreib traurige Lieder über Selbstmord. Ich bin querschnittsgelähmt, ich kann nur zur Hälfte denken. Herr, dann sei einfach nicht querschnittsgelähmt. Ja, genau. Ich kann nur zur Hälfte denken. Makes sense. So much sense. Ja, also ist es. Ah, fuck. Nee, ich glaube, das Hauptding ist halt einfach im Moment, dass ich bin wieder voll in der Phase, dass ich niemanden zur Last fallen will, aber dadurch jeden zur Last fall. Und jetzt ist so, weil es gibt ein paar Leute, mit denen ich im Moment echt irgendwie, wo ich mich echt ein bisschen verletzt fühle, wo ich jetzt mit ein paar Leuten reden müsste und ich habe voll Angst. Ja, das kenne ich auch voll gut. Und dann kommt noch dazu, dass ich verkackt einmal unglaublich schlecht im Reden bin inzwischen. Also ich bin wirklich ultra schlecht darin, irgendwie was zu erklären. Ich schweife dann immer ab. Und vergesse dann zur Hälfte wieder den Satz. Ja, wie du es schon gesagt hast, dann stehst du da so. Ja, dann stehe ich hier so da und muss irgendwie versuchen zu erklären, was jetzt hier gerade mein Problem ist und Irgendwann, wenn es einem zu viel fängt, man halt einfach an zu weinen. oh, und das ist das Nächste, ich will da auch nicht anfangen zu weinen, weil ich nicht schwächlich rüberkommen will. Ich bin derzeit einfach übersinn, ich habe Angst, übersensibel rüberzukommen, aber es gibt halt, und ich dementsprechend weiß ich nicht, wo ich jetzt gerade übersensibel bin und wo ich wirklich verletzt bin. Und ich glaube, ich bin wirklich verletzt, aber ich habe keine Ahnung und ich müsste jetzt mit Leuten reden. Und ich habe eine Freundin angerufen, die hat gemeint, red jetzt doch einfach mit den Leuten. Und ich so. So einfach ist das irgendwann. Ah, ich höre den ganzen Tag nur traurige Musik. Ich höre traurige Musik, wenn ich in die Arbeit fahre. Ich höre traurige Musik, wenn ich nach Hause komme. Ich bin vorher aus der Spätschicht rausgegangen. So, okay, tschüss, tschüss, tschüss. Habe ich ins Auto gejoggt. Nee, ich war die letzten 2 Tage bei McDonald's. Jeden Abend. Nach 22 Uhr. Brauchst du dann? Ich habe keinen. Wodka. Ey, das war eine gute Idee. Nee, aber ich kann mich schon wieder in Ansaugen. Ich trinke derzeit so viel Alkohol. Das ist so. Es fühlt sich derzeit an, als würde ich alles falsch machen in meinem Leben. Alles. Wirklich. So. Nee, eine Freundin erzählt mir, sie fährt mit einer anderen Freundin dieses Jahr in Urlaub nach Malta. Und ich so. Fuck. Ich fliege dieses Jahr nicht nach Malta. Mache ich was falsch? Das ist so dumm. Wie gesagt, und dann stehe ich so da. So, ja, okay, tschüss, tschüss, bis nächste Woche. Ciao, steig ins Auto ein. All around me, a familiar. Ja, es fühlt sich echt so an. Ist dir auch so warm? Ja, das liegt an deiner, das liegt daran, dass du hier bist bei mir. Das ist der Grund, weil du heiß bist. Ich kann kein sexy Face, es geht. Es geht. Was warte? Josef. Hey, wir sind ja nicht beim Webcast, okay? Sonst würde ich sagen, der Podcast mit dem Prädikat. Aber das ist der Podcast mit Avi, die
den Podcast nicht sehen kann, weil sie blind ist und was sehr witzig ist. Nee, es ist funny, weil ich mit ihr dann immer wieder so das Game spiel, so, was hast du noch gesehen? Irgendwann so, ich habe immer über Two Girls, One Cup gelabert und sie so, ah, das habe ich so verstört, wie ich es das erste Mal gesehen habe. Und ich so, das hast du noch gesehen? Und ich so, ja, das habe ich noch gesehen. Oh, nee, deswegen ist sie blind. Das ist echt der Fuck, da müsste ich ja schon längst blind sein. Müsste ich ja schon seit 15 Jahren blind sein. Sag ja. Ich will zu posten. Oh, fuck. Ja, es gibt noch wie two kids in a sandbox, keine Ahnung, wie das heißt. Erstmal Google. Erstmal Google. Nee, das Schlimme ist halt so, immer wenn, ich liebe diese verstörenden YouTube-Videos, wenn es dann am Ende so heißt, I would really honestly tell you not and never, I say never, to search for this specific topic. Ich so, Reddit aufmachen. Oh. Findet nicht. Sagst du das Video von Drake? Boah, ich weiß nicht, was ich schon alles für Videos gesehen habe. Ey, ich habe so viel verstörende Scheiße gesehen. Es ist so schlimm. Ich habe alles schon gesehen. Also von 9-11-Videos bis hin zu, wie es gab dann einen Taucherunfall. Ui. Oh, let's go. Der offizielle Bericht auf Norwegen. Oh, fuck. So sieht also ein Körper aus, wenn er durch ein 20 cm großes Loch gesaugt wird. Funny. Nee, oder dieser eine Typ, der auf Facebook in einem Livestream war und sich einfach die Birne weggeschossen hat. Ja. Der Hund, der mitbekommt so, Bro, was geht's? Hey, Bro. Hallo. Nee, Bro. Nee, der Hund so, geh mir Gassi, geh mir jetzt Gassi. Bro, ich glaube, du gehst nirgendwo mehr hin. Oh, fuck, es ist so, makabre Scheiße, ey. Das ist so, fuck. Oh, ich fühle mich so scheiße dabei. Ich fühle mich so scheiße, so zu sein, ernsthaft. Oh mein Gott. Nee, ich möchte echt in jedes. Einerseits bin ich so normale Menschen. Ich komme so ins Gespräch und sage, hey, habt ihr schon mal eine Leiche gesehen? So Glück sagt so. Warum bin ich so? Have you ever seen a dead body? Hey, Kids. Das halt ich dann, ja. Das ist so, ich muss immer so übertreiben. Ich weiß nicht mehr, warum ich auf so verstörende Scheiße stehe. Ich kann es dir nicht sagen, weil ich da eh niemanden, mit dem ich drüber reden kann. Inge, würden wir jetzt darüber sprechen, was wir schon gesehen haben, würde Twitch dich auf jeden Fall auseinandernehmen. Ah, Vollgas, ja. Wobei andererseits, ich habe mal einen Podcast gemacht über Bücher mit dem lieben Papierboot und da habe ich dieses Buch vorgestellt von dem bekanntesten Leichenfotografen der Welt. Da wurde ich auch nicht gesperrt. Das ist drüben bei mir im Regal, das ist sehr interessant. Ich habe gesehen, hat sich den Schwanz abgehackt. Ah, das habe ich auch schon gesehen. Mit 14 oder so. Ja, da bin ich auch irgendwie so rumdreh. Ich denke mir nur so, warum? Also, keine Ahnung, es gab mal so diese Schlagzeile, so Alabama Man had the only way out of not masturbating was to cutting off his hands. So, Alabama Man had needed to cut off his hand to stop masturbating. So, Therapie, sich fast umbringt. Fuck, ey, ich bin ehrlich gesagt nicht mehr in Therapie. Ich bin nicht mehr in Therapie. Ich habe meine Therapie abgeschlossen, mir geht's voll gut. Ich bin auf dem Weg und mir geht's. Nee, guck mal. Du bist nicht mehr in Therapie und dir geht scheiße. Ich bin auf dem Weg in die Therapie, mir geht nicht scheiße. Lass tauschen. Wir sollen wirklich tauschen. Ja, das Ding ist halt, dass, ich glaube, das Ding ist, dass man, ja, dir geht's jetzt nicht scheiße, weil du die ganze tiefe Scheiße noch nicht ausgebuddelt hast, aber wenn du dann die Scheiße ausbuddelst und die durchlebst, dann geht's dir scheiße. Ich habe letzte Nacht gottlos geheult, deswegen, ich glaube, das hat sich jetzt erstmal gelegt für eine Weile. Ich müsste auch wieder heulen, aber ich habe keine Ahnung. Ich das ist wie so ein Hobby, ich muss eigentlich auch mal wieder heulen. Ich müsste ehrlich gesagt auch mal wieder zum Heulen. Aber ich weiß nicht, es ist derzeit einfach. Ich weiß nicht. Es ist derzeit irgendwie krass. Ich weiß nicht genau, was mein Problem ist und mein Fehler. Ich fühle mich einfach durchgehend scheiße. Ich möchte mit niemandem drüber reden, weil ich niemanden zur Last fallen will. Und ich finde, wenn ich mich angegriffen fühle, schluck es runter, weil.
Homo. Nein, wenn ich mich angegriffen will, schluck ich es runter, weil. Ja, weil ich echt keine Drama Queen sein will, ich mir denke, so, es gibt in so einer Gruppe von Leuten echt Besseres zu tun, als wir haben echt Besseres zu tun, als dass ich mich hier hinstelle und sage, wer mich jetzt so ganz doll verletzt hat. Es ist wirklich so, dieses, ach.